Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und Hitman 3. Wir sind in Dubai unterwegs und haben da noch die dritte Stufe der Sindbad-Stringenz offen. Treffen Sie 5 Ziele, starten Sie mit begrenzter Ausrüstung. Sobald Sie Ihre Anfangsverkleidung wechseln, geht die Mission sofort als gescheitert. Sollen wir gar keine Messer benutzen diesmal? Statt da nicht immer, treffen Sie 5 Ziele mit Messern? So, dann schauen wir mal, wie es mit den Messern ist. Und ich vermute mal, die Ziele werden alle ganz schön weit oben sein, irgendwo. So, achso, ja, Karte gucken, klar. Das würde helfen, ne? Ziele oben. Hier auf Ebene 3 haben wir eins. Das ist an der Galerie hier an diesem Serverraum. Kommt man da vom Kontrollraum? Ich bin ja bisher immer von, wo bin ich denn immer hochgeklettert, ne? Nicht hier. Sondern hier hinten bin ich immer hochgeklettert. Man könnte wahrscheinlich auch von diesem Kontrollraum, ne? Das ist dieses Gerüst, ich hatte es beim letzten Mal, glaube ich, schon erwähnt. Da könnte man vielleicht hoch. Jetzt mal hier schon mal auf dieser Galerie und von da aus geht es dann bestimmt weiter, ne? Hier oben dieser Außenbereich mit dem Golfdings, glaube ich, müsste es sein. Da ist eins innen drin im Atrium. Und der Rest hängt dann irgendwo oben außerhalb rum. Ganz hier hinten ist auch noch eins drin. Ja gut, wir machen uns erstmal auf zum Serverraum, würde ich sagen. So, und wir nehmen einfach mal Messer mit. Ne? Kann ja sein, dass die anderen ungünstig liegen. Aber ich weiß gar nicht, müssen wir Messer benutzen oder nicht? Das können wir einfach mal ausprobieren. So, hier würde ich super gerne das Brecheisen mitnehmen und dann schleiche ich mich einfach hier durch vielleicht. So, hier einmal hoch. Hier bin ich auch absolut unauffällig, perfekt. Ach, hier hätte ich auch eine Brechstange mitnehmen können, ja gut zu wissen. Eine Münze oder sowas hätte ich ja voll gerne gehabt, ne? Habe ich aber nicht. So, er steht da. Ich gehe einfach voll unauffällig durch. Ich wollte ihn gerade mit der linken Maustaste wegklicken. Fragt mich bitte nicht warum. So, da haben wir hier nebenan den Serverraum, wo ich immer noch nicht weiß, wie das funktioniert. Nach Tim. Hier ist immer 178 91 34 eingekringelt. Central Processing Unit. Processing Video Feed. Ich habe keine Ahnung, was es tut. Oh, vielleicht sollte ich kein Messer in die Hand nehmen. So, er müsste da noch weg, ne? Ich weiß nicht, ob er hier rüber guckt. So, einmal umgehauen. Auch umgehauen, so, und dann räumen wir die Frau einfach auf, ne? Hier den Hausmeisterschlüssel haben wir gerade schon mitgenommen, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Serverraum-Schlüsselkarte. Warum den Serverraum? Der Serverraum ist doch eigentlich mit einem Codeschloss gesichert, oder? Kann ich eigentlich speichern in der Eskalation? Ich glaube nicht, ne? Nee. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, um mal auszuprobieren. Ah, hier liegt noch eine Brechstange irgendwo. Oh, hier liegt eine Brechstange. So, das Terminal ist aber locked. Öffnen. Kann ich das damit freischalten?
Oder soll ich so einen Schrank sabotieren? Fehlt mir jetzt irgendwie Mr. Gray, der mir hier so ein bisschen Anweisungen gibt, ne? Was passiert denn, wenn ich so einen Schrank kaputt mache? Lang. Okay, und dann kommt hier auch nicht rein und das ist immer noch locked. Oh. Ich krieg die Tür nicht auf. Okay, perfekt. Es wurde eingeschlossen. Schaltet er es für mich frei? Kann ich die Tür jetzt hier wieder öffnen? Ja. Okay, also das war offensichtlich nicht der richtige Ansatz. Komm, der ist immer noch locked. Hey, wie kann ich das denn freischalten, das Terminal? Oh, guck mal hier. Monitoring Server disabled. Dann machen wir auch den mal kaputt, oder? Ah. Okay. Was können wir hier machen? Waschetüren öffnen. Das hört sich doch voll gut an. Kameras ausschalten. Hört sich auch voll gut an. Und Emergency. Und ach, guck mal, so kommt man an Goldbahn ran. Geil. Meetings neu arrangieren, keine Ahnung. Meeting Time updated. Okay, also, ja, keine Ahnung. Server. Das müssen wir mal in der Hauptmission ausprobieren. So, jetzt haben wir hier erstmal ein Problem. Ich muss nämlich mit dem Messer ungefähr 30 Meter weit werfen können. Ich kann ja auch nicht drüber klettern. Ich bräuchte dann irgendeine schallgedämpfte Waffe, um das Ding runter. Nee. Ja. Okay, ich habe 12 Schuss. So, und jetzt können wir mal ausprobieren. Reicht es, wenn ich das Ding einfach... Ja, das reicht. Ah, okay. Also wirklich, ja, treffen Sie 5 Zieleboxen, getroffen eine. Perfekt. Da haben wir doch hier schon ein, zwei Dinge rumgespielt. So, Küchenmesser brauche ich gar nicht so viele dann, ne? Wenn ich hier ein super Scharfschützengewehr habe. Da kann ich von hier draußen irgendein Ziel treffen. Da hinten. Oh, das wird ein schwieriger Schuss, ne? Aber das war ein Treffer, würde ich sagen. Ja, das war ein Treffer. Und da ist über mir irgendwo noch eine direkt. Kann ich von hier aus nicht treffen. Jetzt bin ich ja direkt ein bisschen traurig. So, dann schleichen wir uns mal hier hoch. Ich hoffe, hier oben ist nicht allzu viel los. Man sieht nicht so viel. Ah, okay. Da ist eine und die wird wahrscheinlich auch von drinnen gesehen. Ne? Wo ist denn sie? Ach, da oben. Und so hochziehen, ja. Das hat auch keiner gehört. Perfekt. So, ein Ziel ist da drin und das andere ist da irgendwo ganz auf der anderen Seite, wenn ich mich nicht irre, ne? Das wird mir gar nicht angezeigt. Ja, eins ist da drin irgendwie. Eins ist da hinten im Wohnzimmer noch eine Ebene höher. Ach, wie komme ich denn da hin? So, ich muss an ihr irgendwie vorbei und ich habe halt keine Münzen oder sowas, ne?
Ich denke mal, wenn ich durch die Tür gehe, wird sie das sehen. Ich in meine Richtung will. Warum denn in meine Richtung? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Machen wir es halt nochmal, ne? So, hier unten brauchen wir gar nicht viel mitnehmen eigentlich, ne, würde ich sagen. Aber wir machen es trotzdem. Hier so ein Messer. Er ist gerade da hinten. Dann nehme ich mir hier auch das Brecheisen mit. Ich weiß ja nie, wozu man es braucht. Und so, und dann umlaufen wir ihn einfach. Ach, und hier ist jetzt offen. Als wenn es offen bleibt einfach. Die Fahrstuhltüren sind jetzt dauerhaft geöffnet. Okay. Das ist also quasi wie so eine Abkürzung, die man da freigeschaltet hat mit dem Server. Interessant. Achso, hier will ich hin. Ja, das. Und das auch. Dankeschön. So, hier einfach schnell rüber. Beinahe verkackt. Hammer. Patsch. Nee. Da war ich ein bisschen zu hastig vielleicht. So, den räumen wir auf, ne? Weiß nicht, vielleicht kommt hier irgendwann die Wache rein oder so. So, Messer, Schlüssel, haben wir alles dabei. Durch den Serverraum, den werden wir dann gleich benutzen, um die Kameras auszuschalten. Hey, it's me. Hey. I thought about what you said. Yeah, I'll change. Was schade. Zu viel denken macht Kopfschmerzen. So, nehmen wir mit. Und dann schmeißen wir die beide einfach hier in den Schrank, ne, falls hier irgendjemand vorbeikommt. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendjemand vorbeikommt, aber kann ja passieren. So, beseitigt. So, zurück in den Serverraum. Und die Teile hier sind jetzt alle grün, ne? Die schauen sich die Videofeeds an und so weiter. Die Server überwachen das. Bip. So, und nu ist einer gelb. Perfekt, ne? Monitoring Server disabled. Sehr gut. So. Machen wir hier kaputt. So, das machen wir auf. Kameras schalten wir aus. Und das hauen wir raus. Okay. Ja, die Türen, die bleiben auf, scheinbar. Also, dann brauchen wir ein super Scharfschützengewehr. Ich könnte mir wahrscheinlich auch irgendwo anders eine Waffe besorgen, weiß ich nicht. So, Nummer 1. Einmal schnell aufschließen hier. Und was nehmen wir mit? Und dann kann ich von hier hinten, denke ich, ist es am leichtesten. Nicht von ganz so weit hinten auf die zweiten Box schießen. So, hier geht's hoch. Ja, und dann wegen der Eulen hier muss ich mir echt was einfallen lassen, ne? Ups. Vielleicht kann ich diese Lupe hier einfach billigerweise als Deckung benutzen. Was schmeiße ich in den Schraubendreher? So, die dreht sich nämlich echt in meine Richtung und ich weiß nicht warum. Ist doch irgendwie wieder ein Fehler im Spiel, oder? So, hier schleichen wir uns durch. Erledigen dieses wunderbare Ziel, laden nach. So, und dann rechts rum ist blöd, ne? Da sind total viele Wachen, auch im Esszimmer vor allen Dingen. So, unbemerkt ein paar Äpfel geklaut hier. Bisschen Abstand. Und was denn das hier? Eine Desinfizierungseinheit. Ah, okay. So, und dann bleibt eigentlich nur dieser Eingang hier drüben, ne? Weil durch die Mitte kann ich halt auch nicht. Durch die Mitte wäre halt auch total schön gewesen, aber nee.
So, den schalten wir hier direkt aus. Schmeißen den irgendwo hier hinten hin. So ungefähr. Sollte erreichen. Und da muss ich mir mal Gedanken machen, wo will ich denn entlang? Ja, hier diese Treppe ist wahrscheinlich echt gut, ne? Da komme ich dann hier in diesem kleinen Zwischenraum raus. Da dürfte nicht viel los sein. Hier draußen patrouilliert halt eine Wache. Aber wenn ich halt entweder schnell hier reinhusche auf die Treppe oder ins Gästezimmer. Ins Gästezimmer ist vielleicht sogar noch schöner, ne? Dann wäre es natürlich schon mal Premium. So, vorsichtig, vorsichtig. Mal ein paar Leute ablenken hier. Rausnehmen. Macht das Spaß. Das hat er gehört. So, Tür zu. Hat er Küchenmesser fallen lassen? Vor allen Dingen aber auch eine schallgedämpfte Waffe. So schleifen wir einfach hier hinten zu dem anderen und dann gucken wir mal, wie viele Leute wir da rausnehmen können, um uns das ein bisschen einfacher zu machen alles, ne? Weil je weniger Leute da rumrennen. Desto weniger groß ist die Gefahr, dass ich da in irgendjemanden reinrenne. Schmeiß mal. Das hat aber niemand gehört. Okay. In dem Box geblieben. In dem Fall kann ich jetzt hier einfach durchschlüpfen, ne? Oder nicht? Wie hier ihn ablenken. Here's spring come. And the night one makes up bands to roam the town and sing at carnival. And I've been 3 weeks shut within my music. A painting below. For a great man, Saints and Saints. So, komme ich hier jetzt hoch? Ich hoffe. Ja. Perfekt. So, in welche Richtung muss ich schauen? Nach links. So, da draußen müsste einer patrouillieren. Wo ist der? Und da draußen ist auch gleich mein Ziel. Ich will hier nicht zu lange rumgurken, ne? Na komm schon. There are birds flying lower than us right now. That's weird, right? Feels weird. Da ist er. Aufbrechen nicht meine Lieblingsmethode tatsächlich, weil man die Tür nicht mehr schließen kann. So, gibt's hier drin noch irgendwas? Ein Tresor. Oh, dafür habe ich keine Kombination. Hat er die Tür bemerkt oder was? Why is that happening? Look at that, what a Man, mess. I just heard a weird noise. I'm moving in to investigate. Der steht mit dem Rücken zu uns, ne? Der muss hier weg. Schnell.
Ach, der hat sich schon umgedreht und hat die Waffe aber nicht bemerkt. Interessant. Achso, der holt jetzt aber jemanden, ne? Ja, vielleicht hätte ich ihn nochmal reinlocken können mit der Münze. Wo ist denn die zweite Münze? Wo habe ich ihn hingeworfen da? Don't worry, special forces are here. Thought I heard something. Checking it out. Over. Oh crap. Scheiße. Wait. We both heard that. No. Okay, das war echt ungünstig hier. Wir lassen ihn nicht fallen. So. Boah, das war echt blöd, ne? Die haben sich da alle gestaut irgendwie. Dann hat er da dass die Waffe halt noch da lag. Na, das war halt wirklich blöd. Das hätte nicht sein müssen. Hätte ich vielleicht wirklich schnell reagieren müssen und die mit der Münze da irgendwie reinholen. So, jetzt kann ich hier endlich das letzte Ziel erledigen und dann kann ich mich auf den Weg machen, auch wenn ich jetzt halt erwischt wurde, blöderweise. Wenn die da halt nicht... Eliminieren Sie Marcus Stuyvesant mit einem Küchenmesser. Warum denn? Ja, ich hoffe, werfen zählt auch, ansonsten habe ich ein Problem. Okay, finden Sie einen Ausgang. Ja, wenn die sich hier nicht alle so gestaut hätten, hätte das, glaube ich, deutlich besser funktioniert. Ne? Da hätte ich nämlich erst die Wache in Grau rausnehmen können und dann die anderen beiden. Ach, guck mal hier. 7465. Was sind da drin? 7465. Ein Tablet. Das nichts tut. In der normalen Mission tut das wahrscheinlich was, ne? So, wo will ich denn raus? Terrasse? Ich kann nicht auf der Terrasse abhauen. Doch, ich könnte da. Außenbereich, das würde gehen. Wo komme ich denn hier am besten raus? Ah, hier! Der Fahrstuhl. Da müsste ich aber hier über diese Haupttreppe gehen. Durchs Arbeitszimmer durch, glaube ich, ne? Ja, ich denke durchs Arbeitszimmer durch. Also ich gehe jetzt hier die Treppe runter. Und dann muss ich auf der anderen Seite zum Arbeitszimmer raus. Diesmal, ah, okay. Aber hier oben, nee, hier oben steht eine Wache, die Treppe kann ich nicht benutzen. Ich muss eine andere Treppe benutzen. Die Frage ist nur, welche? Die hier hinten vielleicht? Da müsste ich einmal durchs Wohnzimmer durch irgendwie. Also aus dem Arbeitszimmer rechts rum, durchs Wohnzimmer durch, hinten rum. Auf. Ja, ich guck mal, wie es aussieht, wenn ich da unten angekommen bin. Nicht drehen, danke. So, schaffe ich es hier rechts durchs Wohnzimmer?
Ach, da steht einer. Lol. Da stand einfach einer. Welche Tür? Geradeaus. Ich meine, ich war eh schon erwischt worden, ne? Das macht jetzt keinen Unterschied tatsächlich. Ah ja, das ärgert mich, dass sich das da oben so blöd gestaut hat. So, und dann müsste ich hier den ganzen Korridor nach hinten rennen. Zum Beispiel auch an diesem Typen vorbei. Und an dem da hinten. Da habe ich aber eine Chance, wenn der sich gerade mal noch nicht umdreht. Sehr gut. Da steht einer, der sieht mich aber nicht, glaube ich. Okay, ja. Das war ein bisschen aufregend alles. Also da durchs Wohnzimmer so zu rennen, keine gute Idee eigentlich, ne? Weil da stehen ja überall Leute. Da hätte ich mich ganz links rumschleichen können vielleicht. Das wäre gegangen. Aber ansonsten, Katastrophe. Okay, das ist aber eine schöne Eskalation, ne? Da muss man auch ein bisschen nachdenken. Ist ein bisschen schwieriger. 2 Sterne immerhin noch. Entdecken Sie Dubai? Ah, weil ich im Gästezimmer drin war. Und die Sindbad-Stringenz. Ja, geil. Achso, und für den Escape durch den Fahrstuhl gab es jetzt gar nichts? Echt? Das müsste doch eigentlich auch irgendwie... Entkommen Sie über den Penthouse-Aufzug. Habe ich den falschen benutzt? Nee, aber das habe ich ja auch abgehakt. Ich verstehe es gerade gar nicht. Okay, also man kann einfach nur so aus Spaß durch den Fahrstuhl abhauen scheinbar. Ja. Na, da hätte ich ja auch Helikopter fliegen können, wenn ich das gewusst hätte. Ja, cool. Ja, so viel dann dazu, würde ich sagen. Dann war's das für heute auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Also wirklich schwierige Eskalation, finde ich. Da oben die Situation, ne, die hätte man halt anders lösen können, auf jeden Fall. Müssen. Da war es halt blöd, dass gerade Stuyvesant ankam, sich dann dafür diese Tür interessiert hat und alles. Und ich die andere Wache vorher noch nicht rausgenommen hatte. Ne. Ansonsten wäre das, glaube ich, ohne Probleme irgendwie abgelaufen, ja, und dann beim Entkommen muss man sich halt auch ein bisschen klüger anstellen. Aber prinzipiell funktioniert das so alles erstmal. Geschafft ist geschafft, würde ich sagen, in dem Fall. Auf jeden Fall war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, und bis dann. Ciao.